Sicherlich haben Sie es schon gemerkt. Wir sind im Pfälzerwald. Das liegt südlich von Kaiserslautern und da genau in Annweiler. Annweiler am Trifels liegt malerisch eingebettet im Queichtal, mitten im Biosphärenreservat. Schon 1219 erhob der Staufenkaiser Friedrich II. Das Dorf zur freien Reichsstadt. Der liebevoll restaurierte Stadtkern bietet schöne Gelegenheiten zum Spazieren und Bummeln. Und das wollen wir auch tun. Da wäre zunächst der Marktplatz mit Outdoor-Restauration und dem Marktbrunnen. Entlang dem Flüsschen Queich das ehemalige Gerberviertel. Hier bilden Fachwerkhäuser eine malerische Kulisse. Die Stadtmühle war früher eine Getreidemühle und dient heute der Stromerzeugung. Hier am neuen Rathaus ist die Queich begehbar mit Trittsteinen und Sitzgelegenheiten am Wasser. Ein letzter Blick vom Asselstein auf Annweiler und wir wenden uns der Trifels-Tour zu. Das sind drei Burgen, die Reichsburg Trifels, Ruine Annebos und Ruine Scharfenberg. Auf der Spitze des 500 Meter hohen Sonnenberges über dem Queichtal und der Stadt Annweiler thront die Burg Trifels. Vom Parkplatz ist der Aufstieg kein Problem. Das Kassenhäuschen ist erreicht und nach Entrichten der Eintrittsgebühr steht einem Besuch nichts mehr im Wege.
Trifels wurde 1113 von den Saliern als Reichsburg gegründet. Hier wurden von 1125 bis 1298 die Reichsinsignien, Reichsapfel, Krone und Zepter verwahrt. Für die Staufer um Friedrich Barbarossa war Trifels der Mittelpunkt des ausgedehnten Reiches. Der englische König Richard Löwenherz wurde 1192 bei seiner Rückkehr von einem Kreuzzug gefangen genommen und 2 Jahre auf Trifels festgehalten, jedoch nach einer hohen Lösegeldzahlung wieder freigelassen. 1602 wurde die Burg durch einen Blitzschlag größtenteils zerstört und diente dann als Steinbruch. (1938 bis 1944) wurde Trifels nach nationalsozialistischen Vorstellungen wieder aufgebaut. Die Besucherzahlen liegen bei etwa 100.000 pro Jahr. Ein letzter Blick vom Turm auf den Parkplatz und die Restauration, nach Südosten auf Anebos und die Turmruine Scharfenberg, Ziel unserer nächsten Wanderung. Der Aufstieg war etwas beschwerlich. Von der Burg gibt es nur noch einen Sandsteinfelsen und eine Zisterne. Erbaut 1190 von Eberhard von Anebos, im 13. Jahrhundert war die Familie ausgestorben. Naja, die Aussicht ist aber toll. Es geht weiter zur Ruine Scharfenberg. Burgruine Scharfenberg ist erreicht. Erbaut etwa 1150 von Konrad III. Von Scharfenberg. Seit Zerstörung während der Bauernkriege 1525 ist die Burg Ruine. Der offensichtlich intakte Turm kann jedoch nicht bestiegen werden. Schade, die Aussicht hätte überzeugt. Das waren 3 Burgen auf 3 Felsen. Eben Trifels. Wir verlegen unsere Destination und fahren weiter nach Hauenstein. Der Ort Hauenstein, erstmalig 1345 erwähnt, wurde bekannt durch die Schuhfertigung, die in Pirmasens 1857 begann. 1886 eröffneten die Brüder Karl und Anton Seibel die erste Schuhfabrik. Die gibt's heute noch, nur etwas kleiner. Bis 1961 gab es 36 Fabriken und die Einwohnerzahl nahm von 673 auf 4406 Personen zu. Dann war der Boom zu Ende. Wein trinken macht selig. Schuhe kaufen macht fröhlich. Darum trinke Wein und kauf deine Schuhe bei Schulfröhlich ein. Dann wirst du immer selig, fröhlich und zufrieden sein. Einen Womo-Platz finden wir hinter dieser Schuhfabrik, die jetzt ein Schuhmuseum ist. Doch dazu später. Unsere heutige Rundwanderung führt uns über den Paddelweiher zur Queichquelle, Wanderheim Dicke Eiche und zurück über den Hühnersteig. Ja.
Also, wir kommen jetzt vom Paddelweiher über die Queichquelle zum Wanderheim Dicke Eiche. Also, hier steht kurz und bündig, hier entspringt die Queich, die nach 50 Kilometer bei Germersheim in den Rhein mündet. Kurz vorm Wanderheim geht's nochmal steil bergan. Musst du schon wieder Schale trinken? Na, ich mach das freiwillig. Es ist geschafft. Jetzt haben wir uns eine Brotzeit verdient. Der Schuh hat hier uns groß gemacht, drum Schuh und Schuster nicht veracht. Nur 300 Meter zum Namensgeber des Wanderheims, das schauen wir uns mal an. Oh je, die dicke Eiche ist eine Baumleiche, eine Neupflanzung ist schon erfolgt. Was ist passiert? Die Eiche war 300 Jahre alt und 27 Meter hoch. 1994 wurde der Stamm mutwillig mit einer Motorsäge beschädigt. 2003 war der Baum abgestorben und fiel 2010 um. Hier treffen wir auf den Hauensteiner Schusterpfad. Nun geht's über den Hühnerstein und den Kreuzelfelsen nach Hauenstein zurück. Ich trinke aber keine Schorle, sondern Buttermilch. Yeah.